Putin setzt Energie als Waffe ein. Und zwar nicht erst jetzt, sondern seit vielen, vielen Jahren. Wer das wollte, konnte das sehen in der Ukraine, schon übrigens weit vor 2014. Und ich verstehe nicht, wieso die Regierung es nicht gesehen hat, dass die Preissteigerungen durch eine künstliche Verknappung des Gaszustroms, also man hat den Gashahn schon abgedreht, letztes Jahr, die Vorbereitungshandlung zum Krieg war. Die Preissteigerungen sind schon davor passiert, die Füllstände waren extrem niedrig. Sie können das alles nachsehen. Putin hat sich wie kein anderer auf diesen Krieg vorbereitet, weil er weiß, dass insbesondere Österreich, aber auch Deutschland und andere Länder in seinen Augen Gaskolonien sind. Und jetzt würde ich gerne auf die Frage kommen, warum ist denn das so? Warum ist denn Österreich so abhängig vom russischen Gas und daher so abhängig davon, ob der Herr Putin am Gashahn auf- oder abdreht und daher die Preise rauftreibt und daher die Menschen derzeit einen Schock bekommen, wenn sie ihre neue Gasrechnung bekommen? Weil Politiker wie Sie von der FPÖ, aber auch von der ÖVP und von der SPÖ in der Vergangenheit die Entscheidung getroffen haben, mit fliegenden Fahnen in die Arme Putins und des Kremls zu laufen. Weil man sich in eine bewusste Abhängigkeit begeben hat und nachdem Putin schon die Krim überfallen hat und völkerrechtliche Verträge gebrochen hat und auch der Ukraine das Gas abgedreht hat, haben Sie es mitverursacht, dass die OMV einen Vertrag abgeschlossen hat bis 2040, wo wir zu 80% vom Gas abhängig sind und noch dazu mit einer Klausel, die heißt Take or Pay. Also du nimmst entweder das Gas ab oder du zahlst dafür. Jetzt frage ich Sie allen Ernstes, wer sind hier die Verursacher dieser Preistreiber und wer verrät unser Volk und unser Land? Das sind Sie von der FPÖ und alle diejenigen, die dieses schäbige Spiel Putins in den vergangenen Jahren getrieben haben. Er benutzt auch Weizen und Weizenpreise als Waffe. Er benutzt auch Weizen und Weizenpreise als Waffe. Was Sie noch nicht verstehen, ist, das ist Novorossiya. Das ist Unterrichtsmaterial, das wird derzeit schon verteilt in den von Russen besetzten Gebieten, in den Schulen. Das ist das imperialistische Ziel. Die Ukraine ist eine Rest-Ukraine. Wichtig ist, dass dort, wo die Industrie ist, dort, wo die Rohstoffe sind, die wir übrigens auch für die Energiewende brauchen, und da, wo die Häfen sind, wo die Weizenexporte passieren, nach Afrika, nach Asien, und wenn die nicht passieren, gibt es dort Hungersnöte. Dort werden die Russen sitzen und werden die Preise kontrollieren. Das sind Ihre Freunde. Mit diesen Menschen haben Sie von der FPÖ Freundschaftsverträge. Und jetzt schwingen Sie sich auf und sagen Sie, Sie sind die Vertreter der Österreicherinnen und Österreicher. Sie verraten und verkaufen die Interessen der Menschen in unserem Land schon sehr, sehr lange Zeit. Die Teuerung. Ich bitte Sie nicht, permanent die Rednerin zu unterbrechen. Die Bluthunde, die das auch so sitzen und dann einfach so keifen. Ich meine, das ist das, was Sie wirklich am besten können. Kommen Sie raus und reden Sie in aller Ruhe. Die Teuerung ist tatsächlich enorm. Und ich habe jetzt leider wenig Zeit, auf die Maßnahmen einzugehen. Ich habe schon an mancher Stelle gesagt, es ist nicht nichts, was Sie vorlegen. Aber mehrere Dinge. Wenn Sie die Menschen wirklich entlasten wollen, versteht kein Steuerzahler da draußen, warum Sie die kalte Progression, also diese, das sind ja Mehreinnahmen, die Sie bekommen durch die Inflation, Sie profitieren ja heuer davon als Finanzminister, nicht ganz abschaffen und vor allem nicht rückwirkend abschaffen mit 1.1.2022, weil jetzt kommen die Gas- und Stromrechnungen. Und ich verstehe das, dass viele Menschen sagen, es reicht nicht, uns Gutscheine zu geben. Das ist auch ein bisschen so die Mentalität, so von oben herab Gutscheine zu geben. Lasst uns unser Geld mehr netto vom Brutto, dann können wir zumindest einen Teil dieser Mehrkosten auch selber stemmen. Ich möchte aber noch etwas anderes sagen, vielleicht. Es steht uns ein sehr, sehr harter Herbst und Winter bevor. Und diese Ehrlichkeit vermisse ich auch in der Politik. Es kann sein, dass diese Preissteigerungen, die wir jetzt sind, nur der Auftakt sind dessen, was wir noch sehen werden, weil wiederum Putin den Gashahn sukzessive abdreht. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das, was hier jetzt beschlossen wird, bei Weitem nicht reichen wird. Und das wissen Sie auch. Dass wir hier alle gemeinsam, übrigens in Europa im gleichen Boot sitzen und die Gesellschaft und Gemeinschaft in Österreich alle gemeinsam an einem Strang ziehen muss, um diese Preissteigerungen vor allem im Bereich Wohnen
Heizen, Strom und Gas abfedern zu können. Das kann es nicht abschaffen, aber abfedern. Das heißt, jeder wird einen Beitrag leisten müssen. Und was ich mir jetzt erwarte, ist eine Regierung, die wieder daran arbeitet, dass es Vertrauen gibt der Menschen, dass sie das lösen werden, dass hier alle ihren Beitrag leisten müssen. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, selbstverständlich auch die Energieversorger. Die sollten sich jetzt hinsetzen und überlegen, was sie für einen Beitrag leisten können im Herbst, um das abzufedern. Danke.